Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Händler Live Trade. Wie jede Woche möchten wir euch auch diese Woche einen Trade aus Sicht aus einem unserer Händler vorstellen. Und diese Woche ist einmal der Andreas an der Reihe, der hat was ganz Besonderes für uns mitgebracht, und zwar Silber. Ich will aber gar nicht weiter vorgreifen und würde das Wort einmal an Andreas übergeben. Andreas, wie war dein Handelstag bisher und was hast du genau für uns vorbereitet? Ja, Lisa, du hast es ja schon beantwortet, nämlich es ist auf jeden Fall Silber, und mein Handelstag war bisher relativ entspannt, denn ich bin bereits mit Gold aktiv und da habe ich auch schon einen kleinen Gewinn, zumindest buchhalterisch, gemacht. Aber Silber ist der Trade von heute, also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Basiert deine Trade-Idee denn eher auf charttechnischer Sicht oder auf fundamentaler Sicht? Ja, es gibt natürlich zwei Faktoren. Gucken wir gleich bei mir hier mal auf den Monitor rein. Der eine Faktor beim Silber ist natürlich der fundamentale und auch die Stärke des US-Dollar, logischerweise. Und die Stärke des US-Dollar ist dann eben in Verbindung mit den starken oder hohen, sehr hohen Zinsen in den USA zu sehen. Und diese hohen Zinsen führen dazu, dass natürlich alle Assets, die dollarrelevant sind, strukturell schwach sind, der Dollar also strukturell stark momentan ist, und dieses Auslösen einer stärkeren Dollar-Rallye, die wir jetzt wieder gesehen haben, hängt natürlich damit zusammen, dass die US-Notenbank noch immer die Zinsen nicht weiter senken will, sondern die Absicht hat, sie möglicherweise noch weiter zu erhöhen. Zumindest ist das ein Damoklesschwert, was über den Märkten hängt. Das hängt natürlich wiederum mit der relativ starken US-Wirtschaft zusammen. Und der nicht so weit zurückgehenden Inflation, wie es die US-Notenbank gerne hätte. Und hier sind natürlich bisher noch nur verbale Kanonen abgefeuert worden, aber der Anleihemarkt hat das bisher bestätigt. Insofern sind dort die Zinsen gestiegen, bedeutete fallenden Silberpreis. Schauen wir bei mir, wie gesagt, auf den Monitor mal. Wir haben hier in den letzten zwei Wochen einen Kursverlust gehabt von rund 10% im Silber gegenüber dem US-Dollar. Und solche Abwärtsbewegungen haben wir hier auch seit Mai, seitdem klar ist, dass der Zins nicht so schnell sinkt, nicht selten gehabt. Auch in der Dynamik waren die auch nicht unerheblich. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir haben da natürlich auch immer eine Gegenbewegung gesehen in den jeweiligen Assets. Das heißt eine Erholung, und so wird es auch diesmal wieder sein. Es gibt ja immer Widerstände und Unterstützung in diesen Kursen. Und hier sehen wir um die 20 Dollar, 20,70 Dollar genau, eine stärkere Unterstützung, die als Ausgangspunkt eben auch einer stärkeren Erholung dienen könnte. Und das soll jetzt Gegenstand des Trades werden. Vielen Dank für die Ausführung. Wie möchtest du das Ganze umsetzen? Stichwort Chance-Risiko-Verhältnis und mit welchem Zertifikat? Ja, also die Chance dafür ist natürlich, ich habe es gerade gesagt, die Unterstützung beim Silber liegt bei 20,60 Dollar, der Widerstand nach oben, wenn es jetzt einen Rebound gibt, und von dieser Rebound-Chance rede ich ja, wäre 1 Dollar, also die Chance nach oben erheblich, nach unten sind wir schon sehr stark gefallen, wird aber mit einem engen Stop versehen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell beim Silberpreis bei 21,20 Dollar, nach unten ist also ein Risiko von 3%, nach oben aber immerhin eine Chance von fast über 5%. Das Zertifikat hat die Kennnummer UL2 YHT, das ist ein Turbo Long auf Silber mit einem Knockout-Schwelle von 19,60 US-Dollar, das ist also noch rund 10% weg. Der Hebel 12,47, das ist schon ein sehr höherer Hebel, aber das braucht man bei den Rohstoffen einfach, weil die Bewegungen entsprechend schwerfällig sind, und wenn der Hebel wesentlich niedriger ist, dann sieht man gar nichts mehr von dem entsprechenden Zertifikat bei der Bewegung. Das heißt allerdings auch, dass man es natürlich sehr eng absichern muss mit einem Stop, der ziemlich nah liegt am Eintrittspreis. Das heißt, der Stop, der wird so ungefähr 10-15% unter dem Eintrittspreis liegen. Also die Gefahr des Ausstoppens ist schon gegeben. Aber man muss dazu sagen, das Risiko ist dann auch auf 150 Euro begrenzt, weil ich werde 500 Stück ungefähr davon kaufen. Also eine Investitionssumme, die roundabout 800 Euro ausmacht. Auf der anderen Seite, wenn wir diesen 1 Dollar nach oben tatsächlich machen in diesem Rebound, dann ist eben die Chance auch auf einen Gewinn von 500 Euro. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis von 3:1. 150 Euro Risiko auf einen Investitionspreis von 800 Euro bei einer Chance, 500 Euro Gewinn zu machen,
finde ich ganz anständig. Und wenn man, wie gesagt, das sehr eng absichert, dann hat man das Risiko eben sehr begrenzt. Dann, wenn der Trade nichts geworden ist, 150 Euro, okay, das muss man in Kauf nehmen. Aber die Chance dafür ist momentan aus dem Chance-Risiko-Verhältnis sehr hoch und das gefällt mir einfach hervorragend. Vielen Dank, Andreas. Ihr habt es gehört, unser Trader Andreas sieht da auf jeden Fall alle Chancen, dass der Trade sehr gutes Potenzial hat. Wenn ihr aber wissen möchtet, welche Trades wir noch auf dem Floor umsetzen und was wir noch handeln, dann registriert euch am besten jetzt unter heavytraders.live als Plusmitglied und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.